stehen bleiben! Wer seid ihr? Ich heiße Abbots, wie in Abbots Plünderer. Die Männer, die ihr vor einigen Jahren getötet habt. Ihr werdet jetzt sterben für das, was ihr getan habt. Macht euch bereit! Warum seid ihr noch hier, Varric? Starkhaven ist mir zu protzig und Cumberland zu langweilig. Ihr behauptet immer, ihr würdet Verpflichtungen scheuen. Aber trotzdem seid ihr nach 6 Jahren immer noch an Hawks Seite. Evelyn, ich dachte, es wäre euch mittlerweile aufgefallen. Ich lüge ziemlich oft. Seid ihr also? Ihr habt eure Nase in jedes Problem in Kirkwall gesteckt, seit ihr von Bord gestolpert seid. Wer seid ihr gleich nochmal? Samson. Ich habe vor einigen Jahren die Flucht eures Schützlings Fainriel vergeigt. Noch weiter zurück war ich Templer, aber das war vor eurer Zeit. Benutzen die Magier hier Blutmagie? Darauf läuft es immer hinaus, nicht wahr? Sie beteuern ihre Unschuld und verlangen Gleichbehandlung. Aber kaum sind sie in die Ecke gedrängt, packen sie Sachen aus, die wir nicht können. Ich kenne keinen Magier, der davon nicht Gebrauch macht. Ich suche Thresk. Ihr klingt unzufrieden. Dabei hörte ich, ihr stündet einander nahe. Ging mir auch mal so. Aber das war natürlich, bevor mich Meredith bei den Templern rausgeworfen hat. Thresk wusste, dass sie eine Schlange war. Hoffte aber, er könnte die Dinge von innen heraus verändern. Ich habe das auch gehofft. Geheimtreffen bei Nacht und großartige Verschwörungen werden den Sieg nicht bringen. Stimmt, das Ganze wird völlig falsch angepackt. Magier erwecken die verdammten Toten zum Leben und Thresk sieht einfach weg. Ich bin noch immer zu sehr Templer, um das zu schlucken. Ich hatte gehofft, dass ich nach Meredith Abgang den Schild wieder aufnehmen könnte. Aber vielleicht hat sie ja recht. Gib Magiern ein bisschen Freiheit und sie werden gefährlich. Eure Freunde haben recht. Ohne Meredith kann Kirkwall wieder in Frieden leben. Ist es denn so einfach? Ich würde jubeln, wenn sie nach Val-Rajo verschifft würde. Aber ich kann mich nicht gegen alles Richtige und Natürliche wenden, nur um das zu erreichen. Es war wohl zu viel der Hoffnung anzunehmen, dass ihr nicht hierher kommt. Obgleich ich nicht verstehe, warum ihr jetzt auf Merediths Seite seid. Ihr habt mir gezeigt, dass wir uns gegen sie auflehnen können. Als ihr Karras Männer bekämpft habt, um die Magier zu retten. Bitte, Champion. Ich habe großen Respekt vor euch.
Meredith ist diejenige, die weg muss. Eure Sache ist aufrecht, aber eure Methoden gefallen mir nicht. Ich hätte wissen müssen, dass ihr Meredith als Bedrohung erkennt. Ich bedauere jede Unbill, die wir euch oder euren Gefährten zugefügt haben. Lasst die Geisel gehen. Nein, der Junge stirbt und dann der Champion. Haltet euch zurück, Grace. Grace, wollt ihr das wirklich? Nach allem, was wir für euch getan haben? Wir töten keine Unschuldigen, um unser Ziel zu erreichen. Es bringt nichts, so zu werden wie Meredith. Meredith? Was kümmert mich Meredith? Ich bin wegen des Champions hier. Was immer ihr wollt, sagt es mir einfach. Decimus hatte recht. Man kann als Magier nicht nach den Gesetzen der Kirche leben. Ihr habt den besten Mann getötet, den ich je kannte. Aber ich habe alles von ihm gelernt. Elaine, tötet die Geisel. Ich weiß nicht, Grace. Ich dachte, ihr hättet der Blutmagie den Rücken gekehrt, als ihr gesehen habt, was Decimus widerfahren ist. Ihr wisst nicht, wie es dort ist. Den ganzen Tag in den Zellen eingesperrt. Ohne Licht, ohne Luft. Die Templer verlangen Dinge von uns. Als Thresk die Möglichkeit eröffnete, einen besseren Zirkel zu schaffen, musste ich mitmachen. Aber, Grace, das ist nicht richtig. Meredith hat an all dem die Schuld, nicht der Champion. Widersetzt euch nicht. Ohne mich werdet ihr nichts. Wenn ihr zu empfindlich seid, mache ich es selbst. Nein, niemand muss hier sterben. Oder irrt ihr euch aber? Haltet euch zurück! Vergesst die Geisel! Tötet den Champion! Ich wollte ihr fernbleiben, wisst ihr? Nach Decimus. Aber der Zirkel hier ist schlimmer, als Darkhaven jemals war. Ihr Weg schien die einzige Möglichkeit zu sein. Es tut mir leid. Grace hat ihn mit Blutmagie ruhig gestellt. Nur so kann ich ihn aufwecken. Wo bin ich? Ich bin ein wenig enttäuscht, sich von ein paar lausigen Templern ins Boxhorn jagen zu lassen. Ich hatte keinen Grund, von einem Angriff ihrerseits auszugehen. Danke, Schwester. Ich stehe wohl wieder in deiner Schuld. Und in deinem Schatten. Sie treffen sich hier drin, Sir Cullen. Oh, ihr seid wohl nicht so gut mit den Magiern ausgekommen, wie ihr gehofft hattet. Champion, Samson hat nicht gesagt, dass ihr hierin verwickelt seid. Ihr wolltet diese Verräter sicher aufhalten, nicht euch ihnen anschließen. Der Champion ist eine aufrechte Dame, Sir. Sie wollte das friedlich regeln. Ach, bringt den Magier zum Verhör.
Der Junge stellte sich gegen Ranghöhere, als sie eine unschuldige Geisel töten wollten. Ihr meint, er war einer von ihnen und erfuhr im richtigen Moment einen praktischen Sinneswandel. Ich werde Meredith raten, nachsichtig mit ihm zu sein. Danke, Champion. Alle anderen stehen unter Arrest. Bringt sie zur Galgenburg. Soll ich Meredith irgendwelche Empfehlungen übermitteln, Champion? Würdet ihr jeden töten, der Merediths Amtstauglichkeit anzweifelt, wäre Kirkwall eine Geisterstadt. Ist das für euch Grund genug, Blutmagier und ihre willigen Lakaien zu verschonen? Vielleicht kann man einige von ihnen noch retten.